schon auf, keine Ahnung. Okay, ich gucke mal. Ah, nimmt schon auf hier, Leute. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Video von mir. Es ist halt so ein bisschen ruhiger hier. Können wir aber auch gerne ändern. Ja, wie ihr seht, seht ihr hier gerade meinen Kanal und das ist halt auch heute das Thema, deswegen. Ihr seht ja hier, ich habe vor 2 Stunden hier was hochgeladen mit dem guten Game Talk. Call of Duty Black Ops 2. Vor 2 Stunden. Und das eine Video hier war vor allem, oder woran liegt das? Ja, Ausbildung, bla bla. Ich glaube, das habe ich hier in dem Video doch schon erzählt. Aber es wurde ja so hart gedisliked. Da dachte ich mir so, nee, scheiß drauf, mach das halt nicht mehr. Keine Infovideos mehr, aber ich mache hier trotzdem jetzt noch eins. Warum auch immer. Ja, so wie ganzen Sachen hier vor 2 Jahren, alles sind auch schon auch noch hier. Ich muss die bald mal die neueren hin tun, aber die älteren sind halt wichtiger für mich, weißt du, weil es sind halt ältere Videos und die erinnern mich an früher, wie ich früher war und wie man heute war. Ja, was mir dabei passiert ist, ich habe 169 Abonnenten. Gerade als kleiner YouTuber ist es viel für mich. Ich freue mich auf jeden Fall auf die 200. Da geht es ja langsam echt drauf zu. Ich kann mich noch erinnern, wo ich nur 140, 150 noch habe. Da war die Zeit so, hätte ich so gerne 150 Abonnenten. Das wäre so toll. Dann war ich 150 Abonnenten bekommen. Ich hab mir den Moment so richtig, boah, geil, ich bin Fame. Nee. Doch, also ich hatte wirklich schon so gedacht. Und jetzt einfach mal so zu haben, so 169 ist auch eine schöne Zahl. Und dann so wenig Abonnenten, dann schon 52.623 Klicks, das ist auch mal was Geiles übrigens. Ich muss schon sagen, das ist mega, mega genial. Das ist ein 52.000, das, boah, diese Zahl. Uff, hätte ich so viele Abonnenten und die Zahl meiner Sachen, nee, das finde ich auch nicht so geil. Sondern die Abonnentenzahl wäre das hier. Oh, das wäre mal schön. Das wäre so ein schöner Traum. Oh, den Game Cup könnte ich schon mal entfernen. Er macht ja keinen YouTube mehr. Aber schöne Grüße an dich, wenn du das Video siehst. Game Talk bleibt sowieso da. Ja. Hier sind auch viele Randinfos. Na gut. Teaser an euch. Ich habe ein bisschen was vorproduziert. Ich habe ein bisschen was vorproduziert, aber ich glaube, das schneide ich dann jetzt schnell raus, deswegen war ich kurzer Cut wahrscheinlich, weil ich will das nicht zeigen. Ihr seht hier eh nur hier die ganzen Sachen. Und ja. Ich glaube, wir können mal gucken gehen. Was ich früher so gespielt habe, wie ich früher klang. Wir haben hier auch viele Minecraft-Videos noch da, die habe ich mir früher angeguckt, also mal vor ein paar Wochen. Um zu sehen, aha, so war ich ja früher. So. Gehen wir mal ein Video hier vor 2 Jahren. So, da sind wir bei Let's Play World of Tanks Folge 3. Wir haben hier den Löwen Premium Tank der Deutschen auf El Haluf Standard gefecht. Los geht's! So, gibt's Artis SU8 auf jeden Fall. Vor allem, wie ich mich früher anklinge, das ist auch schon extrem lustig. Wir hört mal. Wir haben ein AMX 13 F3. Der Franzosen. Ich fahr bis weiter nach links mit. Die ist auch wieder so viel. Vor allem wie die Grafik einfach ist, sieht ihr das? Früher die Grafik sah so aus, irgendwie so vom Spiel her. Und da habe ich mich gefreut, so, boah, geil, diese Grafik, boah. Und so, und mittlerweile sieht sie so krass einfach aus. Es ist alles so, boah, geworden, so voll krass geworden. Das ist, uff. Da muss man richtig aufpassen auf die Grafik mittlerweile. Und würde niemals hier auf der Karte so durchfahren und hier so offen fahren. Ich krieg mal so an der Seite eine reingeschossen. Eieiei, wie ich früher gespielt habe. Ich denke mir gerade echt so richtig so, scheiße. Scheiße, was ist das? Naja, gut. Ich würde mich niemals auch so hinstellen hier vorne. Nicht mehr. Was gibt's hier noch von uns? Gibt's hier einen. Also Zahnarzt auf dem Löwen ist sowas.
ist immer sowas von sinnlos, aber ansonsten gefällt mir das Ganze eigentlich, bis auf Tatsache, dass die Grafik echt kacke ist. Okay, dann ist ja gut. Ja, die Grafik war kacke. Aber ich meine, Gameplay ist das Wichtigste, oder? Wie man spielt und so. Die Grafik. Naja, gut. Gehen wir mal zurück auf den Kanal. Gehen wir in eine irgendwelche Playlist. Nehme ich euch mal weiter mit. So. Gehen wir mal weiter runter. Ich gucke euch mit einmal ein paar Sachen an. Oh, guck mal hier Wii Games. Wie habe ich früher aufgenommen? So habe ich früher gespielt und aufgenommen. Alter. Alter, mein altes Intro. Kannst du mal anfangen? So, Leute, herzlich willkommen zu Oh nein, Alter, guckt euch mal. sagen wir mal so, Gimmi-Spiel. Kennt ihr diesen alten Röhrenfernseher noch, wo man sowas noch hat? Ich bin noch nicht alleine, sondern mit meinem Bruder, den Eisen-LP, der auf YouTube, genau, der sagt schon Hi, der auf YouTube Eisenbahn 2002 heißt. Und, ja, Link in der Beschreibung an dich. Ich würde Aber auf jeden Fall wie sich vergessen, gerade mein Bruder anhört, ne? Das ist voll merkwürdig. ich bin gerade auf der Wii ein Spiel. Ich bin hier blau, der gerade hier am Ball rum, Eigentor, gerade ist. Apropos aufnehmen, ich versuche hier so gut wie möglich für euch Alter, Zuschauer, was ist meine das? 23 Abonnenten, 24 Abonnenten, die ich gerade in der letzten Zeit habe. Das ist voll merkwürdig. Genau. Ey, habt ihr gerade gehört? Wir Habt haben ihr jetzt. das gerade gehört? Hört mal. Für Abonnenten nicht einfach nur. Mano, ist ja viel besser, oder? Ich hatte in dem Moment hatte ich 23 bis 24 Abonnenten, Leute. 23 bis 24 Abonnenten. Ey. Das sind auch alle Zeiten. Da war ich noch klein. Guck mal, wie ich angefangen habe. Oh, zwei Aufrufe. Die sind jetzt gerade vor mir wahrscheinlich. Oder hier die ganzen Playlists, die ich hier habe. Oder hier Minecraft-Server-Vorstellung. Da hatte ich wirklich richtig aufgenommen. Das war wirklich ein geiler Server, der 1.4.16.4 MP Network EU. Das war, glaube ich, noch Beta oder sowas wahrscheinlich. Minecraft 6.0 ist alles ganz alt. Guten Server dieses Mal auch. Aber einen richtig guten, sage ich euch wirklich. Ein PvP-Server. Ja, es war auf jeden Fall PvP-Server, also auf jeden Fall. Ey, das ist so krass, einfach wie ich mich früher angeklungen habe. Aber Nebensache, das mache ich mal was anders, diese ganzen Sachen und so ein Video. Erstmal bleibt das erstmal so. Ich würde sagen, dass ich wieder mit YouTube wieder aktiver werde. World of Tanks sollte jeden Dienstag jetzt kommen. Und die anderen Grafiken muss ich halt noch gucken. Ich gucke, was ich jetzt gleich aufnehmen werde und dann gucke ich mal, was so abgeht dann und dann sehe ich selber. Und ja, dann nehme ich eigentlich schon auf, das kann man hier ja gucken. 8 Minuten, okay, als kleines Infovideo passen als Graffel gucken, also wo ich früher angefangen habe, ging das eigentlich. Und wo ich einfach mal so angefangen habe mit diesem YouTube, da, also YouTube habe ich schon nie wirklich da am Anfang realisiert, am Anfang als kleines Kind. Ich habe einfach nur die Spiele gesehen, habe YouTube oder sowas gar nicht geguckt oder Google, ich habe das nie alles gekannt. Und jetzt mittlerweile, als ich YouTube begonnen habe, ist es so voll krass. Ich bin offener geworden, voll geil. Hab 169 Abonnenten und ja, das ist mega cool. Aber dass ich jetzt hier 52.000 Klicks noch habe, ich habe mich auf die 50.000 habe ich mich mega gefreut. Einfach davor ein Dankeschön an euch allen, auch die Privaten, die mich auch nicht abonniert haben und sondern geguckt haben. Wenn ihr mal irgendwann mal auf meinen Kanal guckt, hallo. Danke, dass du ja, meine Videos guckst. Und meine 190 Abos. Danke, dass ihr zuschaut und ja, es ist einfach mega geil. Ich habe mir mittlerweile so ein Stativ gekauft fürs Handy. Davon werden bald so Vlogs kommen oder so Real-Life-Videos für draußen und alles, wo ich dann einfach so erzähle, wie mein Tag war. Was so ansteht, dann kann ich auch so mein Handy so aufstellen. Das ist so ein Dreibein. Das ist dann, kennt ihr bestimmt vom Selfie-Stick, kennt ihr dieses schwarze Teil? Das mit dem Gewinde hat es nicht ganz gepasst. Ich habe es dann einfach mit Acryl oder mit irgendwas anderes ausgespritzt, so in das Gewinde rein, habe das dann so festgeklebt.
Und es hält einigermaßen, ja, alles gut. Und ein Dreibein für 10 Euro von Hammer. Also von der Marke HMA. HAMA. Und das ist eigentlich recht solide. Für 10 Euro ist es klein. Ist so hoch wie meine Hand ungefähr. Ist aber aus Aluminium, bisschen Plastik, aber auch aus Metall. Und das ist mega cool einfach. Ich meine, für 10 Euro, ich habe insgesamt für das Stativ plus Selfie-Adapter da, habe ich 20 Euro bezahlt. Also ihr könnt ruhig was davon erwarten. Hauptsache ist die Kamera. Und ja, das geht dann eigentlich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal. Das ist das letzte Video auf jeden Fall von so Info-Dinger und bla. Das möchte ich so ungern vermeiden. Also ich möchte gern vermeiden, so viele Videos zu machen. Deswegen jetzt hier das letzte vorerst. Wenn irgendwas nicht stimmen sollte, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich beantworte sie auf jeden Fall so schnell wie es geht. Und das ist wirklich mein Ende. Ciao.